Etwas besser machen, den Benchmark setzen, einen neuen Standard definieren. Trends nicht hinterherzulaufen, sondern Trends zu setzen. Das sind Ziele, die mich von Anbeginn an antreiben und seitdem immer wieder aufs Neue motivieren. Reisemobile mit Hexitz-Gruppe gab es bereits vor vielen Jahren. Sie galten als Exoten und sprachen schon immer eine sehr spezielle Zielgruppe an. Vor ein paar Jahren kam dann die Hexitz-Gruppe auf einmal wieder in Mode. Ich war skeptisch und habe mich lange Zeit geweigert, unsere Entwickler mit einem Grundriss zu beauftragen. Ich konnte diesem Konzept einfach nichts Neues abgewinnen, bis ich mich etwas intensiver mit der Idee befasst habe. Dabei wurde mir klar, dass sich dieser Grundriss mit einer speziellen Karthago-Interpretation sehr wohl umsetzen lässt. Von da an war es unser Ziel, in dieser Klasse ein Premium-Reisemobil zu entwickeln, das ein völlig neues und noch nie dagewesenes Grundriss- und Raumkonzept beinhaltet. Eben ein richtiger Karthago. Mit dem Liner for Two ist uns das in Perfektion gelungen. Er vereint die Karthago Premium DNA mit höchstem Wohnkomfort. Der Liner for Two setzt Maßstäbe. Ich kann mich gut an die Premiere im Januar 2019 erinnern. Quasi auf den letzten Drücker rollte der erste Liner for Two aus der Halle in Aulendorf auf den Weg zu seiner Premiere. Wir waren alle sehr gespannt. Aber als sich dann bereits am ersten Tag lange Schlangen vor dem Fahrzeug bildeten, war alles klar. Dieser Liner for Two wird ein Erfolg werden. Und auch heute erfreut sich der Liner for Two großer Beliebtheit. Aber warum? Das außergewöhnliche Karthago Grundrisskonzept mit der riesigen Lounge-Rundsitzgruppe im Heck und integrierter Pedelec-Garage darunter, das alles bei einer Fahrzeuglänge von unter 8 Metern überzeugt auf ganzer Linie. Der Liner for Two hat alle Erwartungen übertroffen. Kann man so eine Ikone überhaupt noch besser machen? Darf man dieses Fahrzeug überhaupt anrühren? Genau diese Fragen haben wir uns beim Facelift des Liner for Two für das Modelljahr 2023 gestellt. Die Antwort lautet eigentlich nein, aber wir haben uns dafür entschieden. Wir haben das Fahrzeugkonzept im Gesamten belassen, aber tatsächlich ein paar Dinge gefunden, die man noch besser machen kann. Das ist uns gelungen. Freuen Sie sich mit mir auf den Liner for Two New Generation im Modelljahr 2023. Herzlich willkommen hier in Karthago City in Aulendorf. Mein Name ist Florian Hofer und ich möchte Ihnen heute eines meiner Lieblingsmodelle, die New Generation des unverwechselbaren Liner for Twos mit Heck, Lounge, Rundsitzgruppe, ausfahrbarer Fernsehliege und Vierraumkonzept vorstellen. Warum er so unverwechselbar ist, die Highlights und für wen er das perfekte Reisemobil darstellt, das verrate ich Ihnen jetzt. Beim Liner for Two ging es uns um das perfekte Reisemobil für alleinreisende Paare, die auch bei Regen oder Schnee nicht auf luxuriösen Wohnraum und maximalen Wohnkomfort verzichten wollen. Unser Vierraumkonzept auf Räder gibt es in zwei Grundrissvarianten und Basisfahrzeugen. Dem i53 auf dem Fiat Ducato Einachser mit einem Gesamtgewicht von 4.800 Kilo und dem Iveco Daily mit 5.800 Kilo, Zwillingsbereifung und Heckantrieb. Wer noch eine größere Rollergarage wünscht, also seinen eigenen Motorroller transportieren möchte, der entscheidet sich für den i53L. Diesen gibt es mit dem Fiat Ducato Doppelachser mit einem Gesamtgewicht von 5.500 Kilo und dem Iveco Daily mit 6.700 Kilo. Hier neben mir sehen wir den Liner for Two i53L auf dem Iveco Daily mit einem Gesamtgewicht von 6.700 Kilo, Zwillingsbereifung, Heckantrieb und einer Anhängelast von 3.500 Kilo. Wie man so schön sieht, ist er mit seinem Außendesign wirklich eine imposante Erscheinung. Die extra hohe Frontscheibe für beste Sichtverhältnisse, die markanten horizontalen Doppelchromstreben und last but not least die serienmäßigen Karthago Full-LED Frontscheinwerfer. Für beste Sicht nach hinten sehen wir hier die Karthago Reisebusspiegel mit Haupt- und Weitwinkel. Hier sind wir schon beim ersten richtigen Highlight des Liner for Twos, und zwar seinem riesigen Doppelbodenkeller auf die gesamte Fahrzeugbreite, durchladbar mit riesigen Stauraumklappen, zugänglich von der Fahrer- und der Beifahrerseite.
Durch den Innenzugang haben wir hier ein durchdachtes und zusammenhängendes Stauraumsystem. Sie beladen das Fahrzeug also von außen und können es jederzeit von innen entladen, ohne das Fahrzeug zu verlassen. Ganz geschickt zum Beispiel für Getränke, Lebensmittel oder sonstige Utensilien. Das finden Sie tatsächlich nur bei Cartago. Bei diesem Modell ist optional unser Doppelboden-Stauraum-Auszugssystem mit 4 Transportboxen verbaut, um den riesigen Doppelbodenkeller noch effizienter auszunutzen. Die New Generation zeichnet sich unter anderem durch seine neu gestaltete Außengrafik aus. Sie schmiegt sich nun wunderbar ins Cartago Familiendesign ein und nimmt die Formensprache des exklusiven Frontdesigns perfekt auf. Zu einem Stauraumsystem gehört natürlich auch eine ausreichend große Garage. Und das war tatsächlich die größte Herausforderung bei diesem Grundrisskonzept mit Rundsitzgruppe im Heck. Die Stehhöhe im Heck sollte angemessen sein, aber die meisten Kunden möchten ihr Pedelec oder E-Bike mitnehmen, also die sogenannte eierlegende Wollmilchsau. Nach langem Tüfteln und Forschen haben wir die perfekte Lösung, die mittlerweile patentiert ist, gefunden. Die Cartago Pedelec Rollergarage, hier bei diesem Modell mit einer Innenhöhe bis zu 145 cm, belastbar bis 450 Kilo, also perfekt für Ihren Motorroller. Und das mit einem einfachen, aber durchdachten Trick. Durch unseren innovativen Klappmechanismus lässt sich die Lounge Rundsitzgruppe ganz einfach im Einlademodus nach oben klappen und somit erreichen wir eine maximale Einladehöhe. So, und jetzt zeige ich Ihnen, wie man unseren Liner Fortwo extra komfortabel betritt. Nämlich durch unsere XL-Aufbautüre Safety Lux mit extra starker und stabiler Tür, einer enormen Durchgangsbreite von 63 cm und extra großem Türfenster. Und wer noch mehr Luxus und Sicherheit möchte, kann sich für unser optionales Aufbautürpaket Luxus entscheiden. Mit elektrischer Zuziehhilfe für nahezu geräuschloses Schließen. Also Sie hören nur ein leichtes. Zusätzliche LED-Beleuchtung im Türfenster mit der Funktion Coming und Leaving Home. Schlüsselloses Zugangssystem über einen RFID-Chip, der kaum Platz in der Tasche benötigt. Hierfür muss der Chip nur an die dafür vorgesehene Stelle gehoben werden. Und eine elektrische Türöffnungsunterstützung von außen, indem ich den Türgriff nur ganz leicht anhebe und von innen empfängt uns ein Knopf direkt auf Schulterhöhe. Hilfreich gerade dann, wenn ich nur eine Hand frei habe. Jetzt möchte ich aber endlich rein in unseren Liner Fortwo und Ihnen unser Raumwunder von innen zeigen. Bevor wir aber ganz reingehen, zeige ich Ihnen den im wahrsten Sinne des Wortes Doppelbodenkeller mit riesiger Bilgenklappe und 3 Scharnieren. Hier bekommen Sie jede Menge Campingutensilien oder auch locker 2 Kisten Mineralwasser unter. So, dann gehen wir doch direkt mal ganz nach vorne in unser geräumiges Fahrerhaus mit unseren 2 hochwertigen Pilotensitze von Agouti. Das Besondere hier ist die absolute Flexibilität. Das heißt, ich nutze nur das, was ich im Moment benötige. Also entweder zum Fahren, zum Schlafen, als Büro oder auch als Fernsehzimmer. Alles gleichzeitig geht ja sowieso nicht. Auffällig hier auch das neue Innendesign mit den Schubladenfronten in Hochglanzelfenbein oder auch die neu gestaltete Kleiderschranktür. Das elektrisch absenkbare Längseinzelbett mit einer Liegelänge von über 200 cm lässt sich ganz einfach mit einem Knopfdruck nach unten fahren. Die zwischen Fahrerhaus und Umkleidezimmer positionierte Schiebetüre dient als Sichtschutz und Kälteabschottung zugleich. Für den Einstieg ins Längseinzelbett haben wir die extra breite Einstiegstreppe im Sideboard auf der Fahrerseite integriert. Einfach ausziehen und einsteigen. Zur idealen Frischluftversorgung und Helligkeit sorgen unsere beiden Rahmenfenster und das große Midi-Heki an der Decke. Im Hubbett finden Sie noch eine Hubbettablage und Beleuchtung. Unten Fahrerhaus gibt es noch ein weiteres Highlight. Mit unserem Büro- und Fernsehzimmerpaket verwandelt sich der Liner Fortwo im Handumdrehen in ein mobiles Büro mit ausziehbarer Tischfläche, zusätzlichen USB- und 230 Volt Steckdosen sowie einem höhenverstellbaren TV-Halter inklusive 24 Zoll LED-Flachbildschirm. Der perfekte mobile Arbeitsplatz. Jetzt bin ich richtig ausgeschlafen und entspannt. Nach dem Aufstehen geht es direkt in das riesige Umkleidezimmer.
Dieses lässt sich nach vorn hin zum Fahrerhaus komplett blickdicht durch unsere massive Holzschiebetüren abtrennen und nach hinten zum Wohnraum durch die absolut neu gestaltete Waschraumtüre mit seinen Chromintarsen in Hochglanz-Elfenbein. Und eine weitere Neuheit in unserem Interieurdesign sehen wir hier, und zwar die komplett neu gestaltete Garderobe mit den drei Karthago-Kleiderhaken und den vertikalen Chromstäben eingefasst in Hochglanz-Elfenbein. Somit entsteht im Handumdrehen ein riesiges Umkleidezimmer inklusive integriertem raumhohen Kleiderschrank und Raumbad mit separater Dusche. Nachdem wir nun ausgeschlafen, geduscht und angezogen sind, würde ich vorschlagen, wir machen uns mal an das Frühstücksbuffet und schauen uns die riesige, geschwungene Küche mit erhöhten Küchentresen an. Hier befindet sich der raumhohe, ausziehbare Apothekerschrank, absolut praktisch wie zu Hause eben. Wie Sie sehen, haben wir jede Menge Arbeitsfläche auf unserer geschwungenen Küche mit dem erhöhten Küchentresen in Vertikalwellenform. 3-Gänge-Menüs, wie es schon einige unserer Kunden bewiesen haben, ist überhaupt kein Problem. Ein weiteres Highlight stellt unser großer Vorratsschrank dar mit gegenläufigem Auszug und nochmals eine erweiterte Arbeitsfläche. Nicht zu vergessen ist der große Kühlschrank, der auf der gegenüberliegenden Seite positioniert ist, mit einem Volumen von 153 Liter und separatem Frosterfach. Das Besondere daran, durch seine beidseitige Türöffnung ist er von der Rundsitzgruppe oder vom Küchenbereich ganz bequem zugänglich. So, nun komplettieren wir unser Vierraumkonzept und zeigen Ihnen nach dem Schlafzimmer, dem Fahrerhaus, dem Raumbad und Umkleidezimmer und der Küche den vierten Raum, nämlich das gemütliche Wohnzimmer mit der Lorsch-Rundsitzgruppe. Mein persönliches Highlight ist die ausfahrbare Fernsehliege, gemütlich wie zu Hause auf dem großen Sofa. Das muss ich Ihnen unbedingt zeigen. Einfach hinlegen, Füße auflegen und per Knopfdruck fährt die Liege nun je nach Körpergröße raus. Parallel, wie Sie sehen, neigt sich auch die Rückenlehne, damit am Ende eine total gemütliche Fernseh- und Schlafposition erreicht wird. Im Bedarfsfall können in der riesigen Lounge-Rundsitzgruppe bis zu 6 Personen bequem Platz finden. Also mit dem Liner Fortwo machen Sie sich garantiert überall gute Freunde. Und auch das Fernsehvergnügen kommt sicherlich nicht zu kurz. Neben dem praktischen Sideboard befindet sich unser elektrisch ausfahrbarer 40 Zoll LED-Flachbildschirm, fährt sich also per Knopfdruck ein und wieder aus. Für die Weinliebhaber unter uns habe ich noch eine kleine Überraschung. Direkt hinter der Wohnsitzgruppe haben wir links und rechts praktische Weinfächer integriert. Die passenden Gläser dafür liefert Karthago selbstverständlich im exklusiven Gläserschrank mit. Das Fahrzeug wird in Serie mit 2 Personen zugelassen, es können aber optional auch 2 weitere Sitzplätze geordert werden. Die Plätze sind dann in Fahrtrichtung angeordnet und Sie bekommen eine 4-Personen-Zulassung. So, liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat die Vorstellung des neuen Liner Fortwo gefallen und Sie sind genauso begeistert wie wir. Wenn Sie den Liner Fortwo mit seiner Lounge-Rundsitzgruppe und dem Vierraumkonzept live sehen wollen, besuchen Sie uns gerne hier in Karthago City oder auf einer der nächsten Herbstmessen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf Sie, Ihr Karthago-Team.